Zuvor bei Star Wars The Old Republic. Irgendein Zeichen von Darth Silta? Tja, wir haben den umgelegt, Bruder. Ja. Ist heult er. Wir alle haben es gespürt, aber wir waren uns nicht sicher. Wir sind nun mal keine Sith. Ohne Silta sind wir nur Archäologen mit Waffen. Ohne ihn bricht diese ganze Expedition auseinander. Ach komm, jetzt jammer nicht so rum. Ja, wir machen das schon. Wir sind ja krass, ne? Es ist noch nicht vorbei. Ich weiß, wo wir die Chaka-Basis finden können. Wovon sprecht ihr? Von der Chaka-Basis, hör mal zu. Och, jetzt sag mir nicht, dass du mit deinem Trainingsschwert gegen uns kämpfen willst. Alter, was ist das für eine nervige Sirene? Ja. Was passiert da? Die hat den geschockt. Zombies! Gola! Verdammt, Hale, ich habe jetzt keine Zeit. Gola! Artefakt, das die Lavas gefunden haben. Es hat Kayla. Wir haben die Dämpfer deaktiviert und dann sahen wir einen Blitz. Was? Sofort Eindämmungsmaßnahmen starten. Zombies! Moin. Again, Ateste Vertine. Was sagst du? Captain Gola! Ich weiß nicht. Kayla, seid ihr da drin? Klopf, klopf. Seid ihr da, hallo? Einmal auf den Kopf klopfen, hallo. Verdammt. Ja. Aua, Warum genau wollen die uns jetzt töten? Das weiß ich nicht. Irgendwie das Artefakt, was die Javas uns gegeben haben, das hat ihn zu Zombies gemacht. Krass. Krass. Du musst Roladen. Ja, ich weiß, ich habe da eine Scheiße angenommen. Kreaturen, das war mein Team. Sir. Ich glaube, Perrin ist in die Wüste geflohen. Ja. In Richtung der Siedlung des Stammes. Mist. Wir trauern später. Erinnert ihr euch an die Söhne von Palava? Nein. Ihr habt sie in Mos Ila schwer getroffen. Ja, doch. Aber ihre Hauptsiedlung ist nicht weit entfernt. Wenn diese Kreatur sie erreicht, könnte das sehr unangenehm werden. Ja. Die Söhne von Palava können sich um sich selbst kümmern. Nicht, wenn sie nicht wissen, womit sie konfrontiert sind. Erste Regel der Xeno-Archäologie. Man entfesselt keine fremdartige Technologie in einem Ballungsgebiet. Besonders keine, die halb lebendig ist. Warum nicht? Seit wann ist das Imperium für... Die Perrin erfasst hat sich replizieren. Ne? Jede Person in der Siedlung könnte transformiert werden. Warum ist das Regel Nummer 1? Weiß ich nicht. Wer hat da gesessen und sich diese Regeln ausgedacht? Und das war das Erste, worauf der gekommen ist. Narren sollten sich nicht in Dinge einmischen, die sie nicht verstehen. Bei allem Respekt, wir wissen, was wir tun. Bei jeder Ausgrabung gibt es Risiken. Das Protokoll des Bergungsdienstes für kontaminierte Orte verlangt eine atomare Hitzesäuberung innerhalb eines Radius von 100 Metern. Alter. Wir haben für diesen Zweck ein Lager voller Baradiumsprengstoff. Genug, um dieses Höhendorf der Söhne auszuradieren. Ja. Aber ich hoffe, dazu kommt es nicht. Doch, doch, das ist gut. Doch, bum bum. Ja. War das keine Option, was? Ich setze die Bombe ein, geil. Wir hätten den Stamm schon vor langer Zeit vernichten sollen. Wenn ihr meint, brecht zu den Höhlen auf. Vielleicht erwischt ihr Perrin, bevor er sich zu einer ganzen Armee transformiert. Ach, die können eh nix. Ja.
Gesundheit, Bruder. Bruder, Maschalla. Oh. Hat geböllert? Ja. Alter. Hm. Kranker Scheiß, Bruder. Yeah. Yeah. Bist du gerne krank? Ach ja, ja. Ja, hat schon was, ne? Gelegentlich ist das doch ganz nett. Ja, ja. Guck mal, die sind sogar freundlich hier, die Palawas. Ja, ich seh's. Hola. Krass, krass. Was passiert? Warum scheint ihr freundlich? Wir haben gerade draußen Leute von euch umgebracht. Ja, passiert halt, ne? Verluste muss man halt hinnehmen, wenn man auf uns trifft. Ja. Ja. Der hat einen coolen Schnauzbart, der Anführer. Alter. Ihr, ich wusste, dass das Imperium unehrenhafte Taktiken einsetzt. Aber der Geist der Wüste, wisst ihr, was er den Leuten antut? Hitze? Durst. Oder wie ein Avatar so deinen Kaktussaft einen halluzinieren lässt. Oh, geil. Dann ist es ein Zufall? Innerhalb der ersten Minute hat die gute Dorfbewohner in tödliche Maschinen verwandelt. In diesen Höhlen herrscht Krieg. Jetzt gebe ich meinen Brüdern die Chance auf einen Sieg, indem ich euch davon abhalte. Das hat sich gereimt, Kollege So. Das hat sich gereimt. Ja. Ich mag die Rüstung von denen, die ist cool. Ja, die ist schon sehr, sehr cool. Sexy. Oh ja, geil. Ihr werdet sterben, so wie jeder andere in diesem Dorf. Ha, für Palawa kämpfe ich, bis unser Blut zu einer Oase wird. Ja, dann... So funktioniert das nicht gut. Nee, ich glaube auch nicht. Ja, war ja schon einfach, ne? Ja. Ich touch den Stein, Alex. Oh, geil. Touch den Stein. Oh Gott, ich hab Dynamit platziert. Lauf! Yeah. Alle Ruhe. Hier ist eine Pfütze. Alter, ist er standhaft. Er war standhaft. Er war standhaft. Nee, ich meinte den hier oben. Aufgeräumt, ne? Ja, aber einfach. Gleich können wir Atombombe machen. Alter. Ich muss noch einen infizierten Palawa irgendwo töten. Ich auch. Okay. Alter. Wohin? Hier vorne, letzte Sprengladung platzieren. Alter.
Ich hoffe, jetzt haben wir einfach Tatooine für so 500 Jahre infiziert mit irgendeinem Maschinenvirus. Ja. Passiert, ne? Alle. Oh Gott, alles explodiert. Hilfe, lass mich. Lass mich, bitte. Ich will das nicht. So, dann gehen wir mal einen Bericht erstatten, ne? Ja. Captain Göhler. Captain Göhler, das sind ganz viele Zombies, Alter. Alter, das war so Synchronsprecher-Level. Ja, das sind wir sogar besser. Ja. Ich meine, wir sind natürlich die Besten, ne, aber... Weißt du, da entsteht gerade so ein Zombie-Maschinen-Virus und du kannst einfach sagen, Captain Gola! Oh, schön. Weil du musst dir vorstellen, da muss ja irgendwer im Tonstudio gesessen haben. Der Typ sagt so die Line und der Typ, der das aufnimmt, so, ja, oh, passt. Krass, nehmbar. Ja. Besser hätte ich es mir niemals vorstellen können. Ich bin zu Tränen gerührt. Aber das ist bei Star Wars The Old Republic irgendwie komisch. Ja, hier sind viel oft, dass die Synchro nicht ganz so gut ist. Also da war unsere Muddle-Synchronisation, die war schon... Warte, wohin müssen wir den Bericht erstatten? Wo ist denn der Typ? Der ist hier oben. Nee, der ist hier unten. Oh. Alter, weißt du noch Gord Madel? Ja. Alter. Der war schon krass. Ja, Gord Madel. Stimmt, da wollte ich auch noch die Outtakes machen. Energiedaten stabil. Ja, Sir. Das Stabilitätsfeld ist aktiviert. Nice. So soll es auch bleiben. Das Stabilitätsfeld ist stabil. Oh ja. Ich habe die Explosion gehört. Ich vermute, das Kontaminierungsgebiet wurde gesäubert? Nee. Oh, ja. Ist doch wundervoll. Ha! Ihr müsst euch vorstellen, boom, und dann die Todesschreie, die man gar nicht hören konnte, weil wir vorher eigentlich schon das jeden Dorf umgebracht haben. Und wir so, well, das war wundervoll. Zu schade. Yeah. Auch ein primitiver Stamm verdient es nicht, ausgelöscht zu werden, wegen eines fremdartigen Relikts. Diese Artefakte, die Chaka fand, sie müssen in der Lage sein, Leute zu infizieren, sie zu transformieren. Ich weiß nicht, wieso man ein solches Gerät bauen sollte. Aber irgendein Volk hat es getan, lange bevor Menschen Tatooine besiedelten. Und der Bergungsdienst soll diese Artefakte sichern. Seid ihr dabei? Nein. Für einen Imperialen ist er sehr moralgerichtet, dieser Mann. Ja, schon. Ich habe mehr gefährliche Artefakte geborgen, als ihr jemals finden werdet. Das stimmt. Wird nicht schwierig sein. Wir haben einen eigenen Kult. Ohne Sith auf der Expedition wären wir verloren. Da bin ich sicher. Und wir sind. Was wir eben erlebten. Giftmüll. Der Energiegewinn des Artefakts. Die Übernahme. Ich würde wetten, Chaka ist dasselbe passiert. Wenn wir wüssten, wo wir mit der Suche nach Chakas Basis beginnen sollen, könnten wir das Energiesignal des Artefakts orten und das Labor aufspüren. Zu schade, dass Silta keine weiteren Daten erlangen konnte. Oh je, ich glaube, das dauert noch länger hier auf Tatooine. Ja. Aber egal, wenn wir jetzt eine in der Wüste versunkene Basis können, diese Zeichnungen dann sollten uns den Weg weisen. Es ist primitiv, aber es sieht aus wie eine Karte von Eingeborenen. Wir prüfen ihr Alter, berechnen die geografischen Veränderungen seit damals. Weißt du, wir geben ihm die Karte so, hier, wir haben eine primitive Karte der Eingeborenen. Es sieht primitiv aus, aber es könnte eine Karte der Eingeborenen sein. Ich glaube, wir haben es, Sir. Die verbotene Zone der Eingeborenen ist in Sektor 22G. Ich kann sofort einen Suchdruiden bereiten. 22G, Alter. Wenn wir haben gerade mal 5G. Seid, ja. Den Druiden mit diesem Signal. Er startet von hier aus. In der Zwischenzeit müssen wir unsere Freunde begraben.